Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es um Drogerie-Foundations gehen und deswegen wird es eventuell ein langes Video. Von den ganzen Foundations, die ich hier habe, finde ich tatsächlich keine so richtig schlecht. Also falls ihr gerade auf der Suche nach einer neuen Foundation sein solltet, die nicht allzu teuer ist, dann seid ihr hier gerade richtig. Ich fange heute an mit meinen beiden Catrice Foundations und zwar habe ich hier einmal die All Matte Plus und die Photo Finish. Und ich starte mal mit der All Matte Plus, die habe ich schon um einiges länger und das ist tatsächlich eine meiner allerliebsten Foundations überhaupt, aller Zeiten. Es ist für mich eine perfekte Alltagsfoundation. Sie fühlt sich absolut nicht schwer auf der Haut an und eigentlich steht hier ja matt drauf, aber ich finde, aufgetragen sieht die gar nicht so matt aus. Also vor allem, wenn ihr die mit so einer Art Beauty Blender, also so Ebelin Make-up Eye oder so auftragt. Ich habe mal ein eigenes Video nur über diese Foundation gedreht und da zeige ich auch, wie ich die auftrage. Also falls ihr interessiert seid, ich werde versuchen, das Video zu finden und euch unten zu linken. Und unter anderem deshalb, weil ich die All Matte Plus halt so unglaublich gut fand, habe ich mir vor etwa 2 Wochen auch die Photo Finish gekauft. Das Merkwürdige daran ist, obwohl ich die auch in der Farbe 10 habe, finde ich, dass die Photo Finish sehr viel graustichiger ist als die All Matte Plus. Zum Glück passt sie sich meiner Haut noch trotzdem einigermaßen gut an, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Farbe bei der All Matte Plus sehr vielen Leuten besser gefällt. Also mir persönlich gefällt sie auch ein bisschen besser. Und ich kann die nicht so gut schichten, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich so mehr als eine Schicht davon auftrage, dann fühlt sich das Gesicht einfach sehr zugekleistert an. Es sieht gar nicht mal so danach aus. Ich finde den Effekt sogar ganz schön, aber es fühlt sich halt mir persönlich einfach viel zu schwer und viel zu sehr nach Make-up an. Also vergleichend würde ich sagen, die All Matte Plus ist eher mittelstark deckend und die Photo Finish ist leicht stark deckend. Ihr kennt das ja vielleicht schon von mir. Ich teile immer noch ganz gerne so die einzelnen Kategorien auf. Also wenn ihr leicht, mittel und stark deckend habt, dann teile ich stark deckend nochmal in leicht, mittel, stark auf und dann ist die hier halt leicht, stark deckend. Ja. Als nächstes habe ich hier 2 L'Oreal Foundations. Ich habe versucht, das ein bisschen nach Marke zu sortieren. Ich hoffe, das ist okay. Auf jeden Fall könnten die Make-ups echt unterschiedlicher gar nicht sein. Das ist einmal die Perfect Match und einmal das Nude Magique Eau de Teint. Das Eau de Teint ist wirklich nur so ein ganz, ganz leichtes Wässerchen. Also es deckt kaum ab. Und das Ding als Foundation zu bezeichnen, ist schon fast übertrieben. Also wenn ihr zum Beispiel das Gefühl von Make-up nicht so gerne habt oder sagen wir, ihr habt von Natur aus eh total gute Haut, dann ist das vielleicht was für euch. Also mir persönlich an den meisten Tagen leider zu wenig deckend. Und es heißt auch eigentlich, man soll nur einen Tropfen davon benutzen fürs ganze Gesicht. Ich finde, damit kommt man absolut nicht aus. Deswegen würde ich sagen, für alle, die halt eine Foundation, also so eine normale Foundation wirklich für den Alltag suchen, ist das hier nix und auch für den Preis nix. Es ist nämlich relativ wenig drin. Es sind 20 Milliliter und für immerhin, ich glaube, 11 Euro. Was ich aber sehr gut an dem Teil finde, ist, dass die Textur echt unheimlich angenehm ist. Also die ist so richtig samtig und weich und schwerelos und fühlt sich echt einfach schön auf der Haut an. Die Perfect Match dagegen, das ist jetzt so eine Foundation wie die All Matte Plus für mich. Also die ist einfach für meine Bedürfnisse echt absolut perfekt. Es gibt einfach echt nix, was ich an der Foundation auszusetzen hätte. Also die Textur gefällt mir, die Farbe gefällt mir, die Verpackung gefällt mir. Ich finde, sie lässt sich super toll auftragen und ganz, ganz einfach. Und was auch richtig toll ist, sie hält auch ziemlich lange auf der Haut. Ich glaube, das liegt daran, dass die so ein ganz leicht pudriges Finish hat. Also es sieht nicht total flach oder so auf der Haut aus, sondern sie hat wieder so eine samtige Textur. Ich sage irgendwie Textur oft, kann das sein? Ich versuche im Moment so meinen Wortschatz etwas zu erweitern und nicht immer Konsistenz zu sagen. Und jetzt sage ich die ganze Zeit Textur. Kommen wir dann zu 2 Produkten von Alverde. Und zwar habe ich hier einmal das Mineral Make-up und den Mineral Illuminating Foundation Stick. Ich finde, das Mineral Make-up hat so eine ganz eigene Konsistenz. Es ist irgendwie eine ganz, ganz feste Creme, die überhaupt nicht auf dem Handrücken oder so zerfließt. Und das ganz Merkwürdige daran ist, die Foundation sieht bei mir mit einem feuchten Schwämmchen aufgetragen ganz, ganz anders aus, als würde ich die versuchen, irgendwie mit den Fingern zu verblenden. Und zwar sehr viel besser mit einem Schwämmchen aufgetragen. Was allerdings ein ziemlich großer Nachteil ist, finde ich, und das gilt leider auch für diesen Stick, der Geruch ist schon echt hardcore. Also es riecht extrem blumig, extrem intensiv und penetrant und man wird den Geruch irgendwie nicht ganz so schnell los. Und dann kommen wir auch zu dem Foundation Stick. Ich finde den an sich gar nicht mal so schlecht, nur verglichen jetzt zum Beispiel mit dem Maybelline Stick, zu dem ich gleich komme,
ist die Deckkraft ein bisschen geringer und ich finde auch die Konsistenz nicht ganz so schön geschmeidig. Er lässt sich trotzdem immer noch relativ gut verblenden und er ist sehr unkompliziert. Das liegt natürlich auch daran, dass die Deckkraft relativ gering ist. Also ihr könnt den echt ganz schnell einfach aus der Tube auftragen. Vor allem, wenn ihr es morgens eilig haben solltet, eh nicht so viel Deckkraft haben wollt und sagen wir, ihr habt noch schlechtes Licht. Also ich würde zusammenfassend sagen, nettes Produkt, das mich jetzt aber nicht so total umgehauen hat. Okay, ich mache mal weiter mit den Maybelline Foundations, die ich hier habe. Beide aus der Fit Me-Serie. Also ich habe ja echt das Gefühl, von diesem Stick sind richtig viele Leute so in der Beauty-Blogger-YouTube-Welt total begeistert. Ich meine, es ist ja auch ein etwas anderes und neueres Konzept. Viele sagen, er eignet sich super gut zum Konturieren. Also wenn ihr den Stift in so ein, zwei Farben dunkler als euren Hautton halt nehmt, dann könnt ihr den super gut verblenden. Also ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil sich halt solche Konsistenzen... ich finde echt kein anderes Wort als Konsistenz und Textur. Auf jeden Fall eignen sich halt solche Dinge richtig gut zum Konturieren. Es ist eine sehr schöne, cremige, sehr angenehm auf der Haut sich anfühlende, leicht mittelstark deckende Sache. Was mir persönlich sehr, sehr gut daran gefällt, weil es halt so ein Anti-Shine-Stick ist und damit ein recht pudriges Produkt, brauche ich den nicht abzupudern und ich finde das so klasse. Würde ich allerdings eher den Leuten empfehlen, die normale bis ölige Haut haben. Ich glaube, wenn eure Haut eher trocken ist, dann könntet ihr Schwierigkeiten damit bekommen. Und was dann den großen Bruder von diesem Stift hier angeht, das ist eine Foundation, die ich nur denjenigen von euch empfehlen würde, die trockene bis, sagen wir, normale Haut haben. Also ich glaube, wenn ihr eher öligere Haut habt, dann bekommt ihr richtig Probleme damit, selbst wenn ihr abpudert. Sie ist ein bisschen ähnlich, würde ich sagen, wie die Photo Finish. Nur mag ich die Fit Me in Flüssig noch lieber als die Photo Finish, weil die Deckkraft geringer ist und sie sich nicht ganz so extrem reichhaltig und irgendwie ölhaltig anfühlt. Also sie ist ölfrei, meine ich sogar. Aber sie ist auch so ein bisschen gelartig. Vielleicht ist das so das bessere Wort dazu. Gelartig, dafür meine ich. Sorry. So direkt nach dem Schminken finde ich das Ergebnis auch echt wunderschön. Nur die Haltbarkeit ist halt bei mir so eine Sache. An Tagen, an denen ich halt ein bisschen öligere Haut habe, manchmal merkt man das ja morgens, vermeide ich die. Sie hat übrigens einen Lichtschutzfaktor von 18. Oh verdammt, jetzt habe ich vergessen, das bei den ganzen anderen Produkten vorher zu sagen. Ich mache es so, wie immer, ich werde alle Produkte unten in der Infobox für euch listen, mit den Preisen und mit den Farben, die ich habe. Und dann schreibe ich auch noch den Lichtschutzfaktor dazu, falls es euch interessieren sollte. Okay, wir sind schon mit der Hälfte mindestens durch. Machen wir weiter mit der Essence Stay All Day 16 Hour Long Lasting Foundation. Das ist so ein günstiges Produkt. Also sie kostet ungefähr 3,50 € und ich war mir deshalb auch sicher, ich werde sie hassen, als ich sie gekauft habe. Jetzt fragt ihr euch bestimmt besser, hast du sie dir dann gekauft? Der Grund ist, irgendwie hat es mich total gereizt, mal so ein richtig, richtig günstiges Produkt auszutesten. Und ich hatte noch nie eine Essence... Nein, das stimmt nicht. Ich hatte mal dieses Mousse Make-up von Essence, aber das fand ich irgendwie in letzter Zeit nicht so gut. Und dann, als ich sie dann einmal ausprobiert habe und meine Erwartungen halt so total niedrig waren, wurde ich irgendwie total vom Gegenteil überzeugt. Also, das war schön. Das war wirklich schön. Sie ist ziemlich stark deckend, so stark mitteldeckend bis leicht stark deckend. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Was allerdings echt auffällt, sie fühlt sich schon so ein bisschen nach Make-up an. Man muss sie schnell auftragen, weil sie sehr schnell settet. Und dann lässt sie sich halt nicht mehr gut verblenden und man muss auch aufpassen, weil die Deckkraft relativ stark ist und sie für mich auch ein kleines bisschen zu dunkel ist, ehrlich gesagt, dass man halt hier zum Beispiel nicht so Übergänge erkennt. Also schnell einfach mit den Fingern verblenden oder mit einem Make-up-Schwämmchen, wie auch immer. Dann hält sie auch tatsächlich lange. 16 Stunden? Ich weiß nicht, ob ich die jemals 16 Stunden getragen habe. Wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte sie 12 Stunden auf dem Gesicht, ganz bestimmt. Und da hat die echt ganz gut performt. Also ich meine, wenn man nach 12 Stunden noch in den Spiegel schauen kann, ohne sich richtig vor sich selbst zu erschrecken, dann ist das eigentlich ganz gut. Übrigens, ich habe hiervon die hellste Farbe und die ist nicht ganz besonders hell. Ich glaube, die Farbe 20 ist auch irgendwie heller als die Farbe 10. Das ist ein bisschen verwirrend und unnötig kompliziert, meiner Meinung nach. Aber sei es drum, wenn ihr halt heller als ich seid, dann ist das schlecht. Zumindest, wenn ihr halt diese Foundation haben wollt, natürlich. Und ich wollte am Ende außerdem auch noch eine BB-Cream empfehlen. Und ich weiß, es geht hier eigentlich um Foundations, aber
diese BB-Creme erinnert mich schon eher an ein Make-up als wirklich an eine BB-Creme. Jedes Mal, wenn ich anfange, sie zu benutzen, dann zieht sich das wochenlang so durch und ich will nichts anderes benutzen. Das ganz Merkwürdige daran ist, sie ist eigentlich zu dunkel für mich. Aber wenn ich sie verblendet habe, macht das irgendwie nichts und die Haut sieht trotzdem besser aus als vorher. Also irgendwie heißt es ja normalerweise, so die perfekte Foundation für euch sollte eigentlich ganz genau den Hautton haben wie ihr. Beziehungsweise die Farbe haben wie ihr. Eine Foundation hat keinen Hautton. Trotzdem liebe ich die und sie lässt das Gesicht irgendwie gesund aussehen. Gesund und strahlend und natürlich. Also es ist eines von diesen Produkten, das man aufträgt und obwohl es relativ starke Deckkraft hat für das, was es ist, sieht es total natürlich aus und so, als hätte man wirklich nichts drauf. Und ganz am Ende habe ich noch drei Produkte hier, die ihr nicht einfach so in Deutschland in den Läden bekommt, aber ich dachte, es geht um Drogerie-Foundations, das sind Drogerie-Foundations und sie sind sehr bekannt in der Internetwelt, deswegen spreche ich sie einfach kurz mal an. Einmal habe ich hier die Bourjois Healthy Mix, total berühmt und so ein bisschen scheiden sich die Geister ja schon. Also ich würde sagen, am ehesten ähnelt die der Maybelline Fit Me. Ich mag die Bourjois Healthy Mix aber noch ein bisschen lieber. Ich habe sie in der Farbe 51 und die ist wieder so ein bisschen gelartig. Allerdings fühlt sie sich leichter an als die Fit Me und sie deckt ein bisschen weniger ab, würde ich sagen. Also sie ist ein bisschen unkomplizierter irgendwie. Die Revlon Color Stay dagegen ist sehr stark deckend. Also das ist für mich jetzt nichts, was ich jeden Tag tragen würde, weil es mir persönlich einfach zu viel Make-up ist. Nachteil ist die Öffnung. Es hat leider keinen Pumpspender oder so, sondern es ist einfach nur so ein, ja, Loch. Aber die Deckkraft ist, wenn ihr wirklich nach was stark deckendem sucht, fantastisch. Weil sie stark ist, trotzdem aber nicht maskenhaft aussieht. Und das Tolle ist, das Make-up hält wirklich lange, lange Zeit. Also wenn ihr wirklich was richtig Zuverlässiges sucht, kann ich die sehr empfehlen. Und ich würde sogar sagen, die lässt sich ganz gut mit der Estée Lauder Double Wear zum Beispiel vergleichen. Und als letztes habe ich hier noch die Rimmel Wake Me Up. Und davon bin ich auch ein ganz, ganz großer Fan. Die gefällt mir von den dreien übrigens am besten. Sieht in der Verpackung auf den ersten Blick total ungewohnt aus, weil die so ganz, ganz viele silberne Glitzerpartikel hier drin hat. Aber dadurch lässt sie irgendwie das Gesicht total schön strahlen, ohne aber so das Gesicht im Laufe des Tages fettig aussehen zu lassen. Bis auf die Farbauswahl habe ich wieder nichts daran auszusetzen. Also die Farbauswahl ist echt einfach nur mies. Und also zumindest war sie das, als ich die damals gekauft habe. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat oder ob es irgendwie in anderen Geschäften vielleicht mehr Farben gibt. Aber ne, Farbauswahl bei Foundations ist ja eh so ein Thema. Total, wie man so schön sagt, dewy. Wieder mit so mittlerer Deckkraft. Ich glaube, ihr habt mittlerweile gemerkt, ich mag halt Dinge mit mittlerer Deckkraft. Also solltet ihr vielleicht irgendwie mal im Urlaub unterwegs sein, im Ausland, und da gibt es Bourjois, Revlon oder Rimmel. Meiner Meinung nach sehr empfehlenswert. Wieder ein langes Video geworden, aber das war eigentlich abzusehen. Ich hoffe sehr, das Video war informativ und ihr konntet irgendwas für euch daraus mitnehmen. Lasst am Ende bitte, bitte eure Lieblingsdrogerie-Foundations in den Kommentaren. Ich bin immer auf der Suche, ich habe nämlich nicht genug. Und ich sage tschüss, ich kann nämlich nicht mehr reden, weil mein Hals schon ganz trocken geworden ist von dem Video. Macht es gut, ciao.